Bleib stehen, ich kann nicht rennen. Ich will dich doch töten. Ich will dies. Nein, ich will den Stuff, der da drin ist. Geh weg. Was geht ab, Schoko? Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Lucky Race. Heute spielen wir die Noob Challenge, ja. Die besagt ganz einfach, dass ich keine Doppelsprünge machen darf. Und ab dem PvP-Event darf ich nicht mehr sprinten. Und wie ihr auch schon seht, muss ich im Default spielen, also mit dem Default Texture Pack. So, für die Leute, die nicht wissen, was Doppelsprünge sind, das ist ganz einfach, wenn ich jetzt hier zum Beispiel so machen würde. Das ist ein Doppelsprung, weil ich quasi nicht stehen bleibe. Das heißt, ich muss jetzt immer drauf springen, stehen bleiben. Dann nochmal springen und dann halt wieder kurz stehen bleiben. Ja, das macht das Ganze halt ein kleines bisschen schwieriger. Ich glaube, es wird trotzdem nicht allzu schwer. So, die Challenge wurde mir auch eigentlich für Tryjump vorgeschlagen, aber da momentan, ja, Tryjump down ist, ja, noch der Server, bis Dezember, glaube ich. Also, bald ist es schon soweit. Bald gibt es hoffentlich endlich wieder Tryjump. Deswegen macht die Challenge jetzt den Lucky Race. Ja, der hat ja auch schon mal hier, Intense Ninja war das, Grüße gehen raus, hat die Challenge auch schon mal ein paar Mal jetzt vorgeschlagen für Lucky Race, aber den Screenshot vom Kommentar hatte ich damals gemacht, als ich das für Tryjump vorgeschlagen habe. Deswegen habt ihr den jetzt dazu gesehen, aber egal, nicht so wichtig. Ich bin mal sehr gespannt, wie es jetzt läuft, Freunde. Ich meine, runterfallen sollten wir trotzdem nicht, auch wenn ich keine Doppelsprünge machen darf, weil es ist halt nicht so schwierig, aber ich weiß nicht, ob wir es schaffen, ins Ziel zu kommen, weil ich dadurch natürlich schon ein kleines bisschen langsamer bin, ja, weil ich jetzt hier immer stehen bleiben muss. Ich wäre halt jetzt schon längst, hätte ich alle Sprünge hier fertig, aber jetzt muss ich gerade die ganze Zeit stehen bleiben. Das ist ein klein bisschen kritisch, Freunde, aber ich glaube, es wird trotzdem klappen. Das war gerade auch sehr knapp. Das war fast schon ein Doppelsprung tatsächlich, aber ich glaube, ich bin kurz stehen geblieben. Es war noch kein Doppelsprung, meiner Meinung nach. Ansonsten, komm, wir machen den Sprung auch wohl nochmal. So, ist ja nicht so, dass ich schon genug Zeit verliere, ne? Zack. Zack, jetzt war es auf jeden Fall kein Doppelsprung. Es ist auch schwierig, sich das abzugewöhnen, weil eigentlich will man schon immer Doppelsprünge machen, weil es halt schneller geht und auch einfacher ist, so wie der... Nein! Seht ihr, das war ein Doppelsprung. Ja, und ich habe mich zurückgebackt. Das war ein Doppelsprung zum Beispiel. Toll, da wollte ich wieder zurückspringen, weil ich einen Doppelsprung gemacht habe. Und was passiert einfach? Ich backe mich zurück, während ich zurückspringen will. Wird jetzt schwierig ein kleines bisschen, weil das ist auch so ein Vierersprung. Und der ist jetzt schon ein kleines... No, schon wieder ein Doppelsprung gemacht. Ey, das ist richtig schwierig, weil man will einfach automatisch vom... Jetzt muss ich den mit Anlauf machen. So, Vierersprünge mache ich auch immer mit Doppelsprüngen, so ist die Sache. Auch wenn ich vorher auf dem Block stehen bleibe, würde ich halt zum Beispiel irgendwie sowas hier machen. So und dann springen. Aber das geht jetzt leider nicht. Deswegen muss ich jetzt mal gucken. Yes, jetzt haben wir den geschafft. Auch mega dumm, dass ich habe den gerade direkt geschafft. Und was mache ich? Natürlich erstmal einen Doppelsprung danach und musste deswegen jetzt nochmal das Ganze versuchen. Deswegen ist es wieder schon ziemlich schwierig, ins Ziel zu kommen, weil ich einfach voll weit hinten bin, Mann. Alter, die werden mich alle aufholen. Das kann doch nicht sein. Vor allem, das ist auch gerade... Oh, und jetzt verkacke ich das auch noch. Das ist doch gerade so richtig... Ich weiß nicht, das ist so richtig demotivierend, dass ich keine Doppelsprünge machen darf. Weil das ist so richtig... Wenn man so durchspringt, wie so ein Profi, einfach so durchrusht, dann fühlt man sich einfach richtig gut dabei. Und jetzt gerade muss ich halt immer wieder stehen bleiben. Aber na gut, deswegen heißt das Ganze auch Noob Challenge, weil ich komme mir halt gerade komplett vor wie ein Noob. Weil ich einfach nicht wie so ein cooler Profi durchspringen kann, Freunde. Es geht einfach nicht. Vor allem, es ist halt einfacher. Es ist halt wirklich auch einfacher, wenn man durchspringt. Da ist auch schon jemand ins Ziel gekommen, wahrscheinlich. Nein. Oh Gott, und ich muss wenigstens noch schnell hier zum Checkpoint. Oh, und dann verkacke ich das, weil ich keinen Doppelsprung machen darf. Egal, wir versuchen das nochmal, weil ich will diese Lucky-Blöcke noch haben, Freunde. Ich weiß nicht, ob das jetzt von der Zeit her passt. 15 Sekunden haben wir noch. Wenn ich das jetzt nicht verkacke, dann haben wir das. Und dann kann ich wenigstens noch die Lucky-Blöcke hier mitnehmen, ganz schnell. Damit ich vielleicht noch ein paar coole Items kriege. So, da war jetzt nur Kacke drin. Hier, ah, guck mal, wenigstens noch ein paar Tränke. Komm schon, den Lucky-Block auch noch. Eine Sekunde, eine Sekunde. Okay, wir haben noch ein bisschen Stuff bekommen. Jetzt muss ich mich aber ganz schnell anziehen. Hier, Dia-Schwert. Hier ist ein Kettenhelm, den ziehen wir mal ganz schnell an. Da ist eine verzauberte Dia-Hose. Sehr nice. Ich habe 7 Dias, davon kann ich mir immer ganz schnell was craften. Leider ein Dia zu wenig für eine Chestplate. Was mache ich mir denn dann davon? Ich glaube, ich mache mir einen Helm. Zack. So, dann haben wir noch einen Helm. Hier haben wir Gold, Schuhe und eine Gold-Chestplate. Dann schmeiße ich mal ganz schnell den Stuff hier weg. Wir haben ganz viele Goldäpfel bekommen. Das ist schon mal nice. Ich erkenne auch gerade die Texturen gar nicht richtig wegen diesem Default-Texture-Pack. Das tut ein bisschen in den Augen weh gerade. So, Dia-Helm anziehen. Hier die Kettenrüstung wegschmeißen und dann kann es, glaube ich, auch schon losgehen, Freunde. Ist eine Kettenchestplate besser? Ich vergesse das jedes Mal. Ich glaube, die sind gleich gut, aber ich bin gerade nicht sicher. So, zack, zack. Ja, gleich gut. Okay, dann ich ziehe jetzt einfach mal Kette an, weil ich meine, das wäre gleich gut. Deswegen schmeiße ich mal jetzt den Stuff weg. Und, Alter, ich muss gerade ultra lange aussortieren. Nee, wir haben 2 TNT-Bögen. Ist jetzt relativ egal so. Und dann, wobei ich hätte die reparieren können. Egal, nicht wichtig, nicht wichtig. Holy shit, ich will mal anfangen zu fighten. Ich sortiere einfach immer noch Stuff aus. Okay, jetzt kann es losgehen. Jetzt kann es losgehen. Fire Aspect. Oh, aber ich habe leider keinen Amboss. Hätte ich jetzt noch einen Amboss, dann könnte es losgehen. Ah, ich darf nicht sprinten. Nein, ich darf nicht sprinten. Ich muss das ganz schnell am besten irgendwo anders hinpacken. Scheiße, wo ist Sprinten, Freunde? Damit ich das nicht aus Versehen mache. Da, wir packen das jetzt
jetzt auf N. So, fertig. Und jetzt, weil sonst sprinte ich aus Versehen hundertprozentig. So, weil ich darf ja im PvP jetzt nicht mehr sprinten, steht ja mit in der Challenge drin. So, ich habe jetzt zum Beispiel schon wieder sprinten gedrückt, aber es geht einfach nicht, weil ich es auf eine andere Taste gepackt habe. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, Freunde. Aber er will trotzdem nicht gegen mich fighten. Nein, bleib stehen. Ich muss ihn nochmal anzünden, sonst komme ich nicht hinterher. Bleib stehen, ich kann nicht rennen. Ich will dich doch töten. Ich will den Stuff, der da drin ist. Geh weg, geh weg. Oh, er rennt wirklich weg. Ja, geil. Dann nehme ich den Stuff gerne, der hier drin ist. Da war sogar was Gutes drin, Leute. Wir sind jetzt tatsächlich Full Dia, nur weil ich diesen Lucky Block bekommen habe. Glück ist auf jeden Fall schon mal auf unserer Seite, aber ich ich habe einfach keine PvP-Action, weil alle vor mir wegrennen können. Bleib mal wer stehen, bitte. Ich will kämpfen. Komm zurück. Nein, komm her. Ich brauch Action, Mann. Mann, ich brauch Action. Okay, wir gehen mal hier hoch, ganz entspannt. Da jetzt, hi, willst du kämpfen? Bitte kämpf gegen mich. Bitte, ist mir auch egal, wenn du mich tötest oder sonst was. Ich brauche nur Action, Mann. Oh, ich wollte gerade, hier, ihr kennt doch diese W-Tab-Technik. Freunde, vielleicht kennen die ein paar von euch, die übe ich momentan ein bisschen. Die wollte ich gerade anwenden, aber die geht einfach nicht, weil ich nicht... Ah doch, dann sprinte ich ja schon, aber das darf ich nicht machen. Ja, weil sonst sprinte ich. Da bin ich schon gestorben direkt. Das ist natürlich unlucky. So, mal ganz schön aussortieren hier. Weil wer das nicht kennt, die W-Tab-Technik ist quasi, W-Tab oder wie auch immer. Dann sprintet man und resettet seinen Sprint und sprintet wieder los und dadurch kann man bessere Kombos geben. Aber das kann ich ja nicht machen, weil ich darf ja gar nicht sprinten. Ich kann ja gar nicht sprinten, Freunde. Es geht also gar nicht, die Technik. Die bringt mir gar nichts. Er zündet mich hier direkt oder vergiftet mich direkt. Aber vielleicht wird das mein erster, oh Gott, mein erster Kill. Yes, oh mein Gott, wir haben ihn bekommen. Holy shit, einfach mit den Damage-Tränken. So, hatte der noch irgendwas Cooles? Chestplate habe ich schon, das habe ich auch alles schon. Ne, der hatte tatsächlich nichts Besseres für mich so. Nichts Besseres habe ich bekommen jetzt hier. Das ist natürlich nicht so nice. Aber egal, wir haben einen Kill gemacht, immerhin etwas. Wobei, hat der denn... Ne, er hat auch kein verzaubertes Dia-Schwert, das wäre noch gut gewesen. Oder hat der denn Amboss? Auch nicht, okay. Okay, weiter geht's, Freunde, weiter geht's. Da unten kämpfen wieder zwei weitere. Ich kann mal mit dem Bogen reinschießen hier. Wobei, ne, ich heb mir mal meine letzten Pfeile auf. Wobei, ich habe noch 4 Pfeile. Der Boy hatte anscheinend auch Pfeile, mit denen ich gerade gekillt habe. Okay. Es ist halt schon ein ganz kleines bisschen langweilig jetzt gerade im PvP, weil ich einfach keine Gegner sehe, Mann. Ich kann nicht hinrennen. Die sind da hinten alle irgendwo. Da ist jemand. Da sind die zu zweit, zu dritt sogar und fighten. Aber ich kann da nicht hinrennen, weil die rennen alle die ganze Zeit hin und her, fighten gegeneinander. Aber ich kann nichts machen, weil ich kann nicht sprinten, Freund. Da jetzt. Oh, ich hab fast PvP. Nein, jetzt rennt er nicht wieder weg von mir. Ich brauche Kills. Yes, yes, yes. Komm schon. Nein, brenn bitte, brenn. Gut, dass ich Feuersterne habe. Immerhin kann ich dadurch Leute anzünden. Jetzt ist aber hinter mir jemand, der natürlich einfach auf mich draufgerannt kommt, weil ich nicht sprinten kann. Och, Mann, da brenn du auch. Nein, ich hab meinen Stern verfehlt. Och, Leute, jetzt rennt doch nicht weg von mir. Mann, ich will doch nur spielen, Mann. Ich will doch nur spielen. Jetzt sind sie da hinten. Oh, bis ich da jetzt bin, dauert das 10 Jahre. Ich kann fast schon eigentlich gerade am besten warten, bis diese 3 Minuten vorbei sind und dann einfach mich in die Mitte vercampen, weil wenn die Zeit oben abgelaufen ist, dann muss man sich ja nur hier in die Mitte stellen und wer dann am nächsten an der Mitte ist, hat gewonnen quasi. Und ich glaube, es wird auch darauf hinauskommen. Es sei denn, die Gegner kommen jetzt mal zu mir hin, weil die rennen die ganze Zeit wieder woanders hin. Dabei will ich nur fighten. Wieso geht denn keiner auf mich? Da, jetzt, komm schon. Ja, ja, oh mein Gott, bitte. Bitte kämpf gegen mich. Holy shit. Yes, zack, zack, zack. Nein, den Feuerstern verfehlt. Oh, komm schon, ja, kämpf gegen mich, kämpf gegen... Nein, ich brenn auch. Holy shit, wie krass ist denn die Feuertextur im Default-Texture-Pack? Holy shit, Alter, die hat ja meinen ganzen Bildschirm eingenommen. Feuerzeug nehmen wir dann auch schnell mit hier. Jetzt haben wir einfach nur noch 2 Minuten 43, Freunde, und dann ist es schon vorbei, quasi. Ich sehe wieder keine Gegner. Doch, da oben ist jemand. Da oben sehe ich einen Namen. Mann, ich will sprinten. Man merkt erst, wie sehr man sprinten liebt, Freunde, wenn man es nicht mehr hat, ja. Da merke ich erst, wie sehr ich das liebe, das Ganze, weil ich das jetzt einfach ultra vermisse gerade. So, erstmal das Feuer ausmachen. Das der Gegner. Warte mal, wir schießen hier mit einem TNT-Bogen rein. Bam, bam. Und jetzt habe ich keinen Bogen mehr, aber noch einen Pfeil. Ich hätte den einen TNT-Bogen nicht wegschmeißen dürfen, den ich weggeschmissen habe. So, vielleicht kann ich den Kill wegsnacken. Hi, vielleicht kann ich dich wegsnacken. Komm schon, stirb. Ich habe nur noch ein Leben. Nein. Geh weg. Goldapfel. Ich habe nur noch ein Leben, Freunde. Ich dachte, ich habe noch mehr. What? Ich dachte, ich habe noch 2 Leben. Bitte nicht. Nein, ich kann nicht sprinten. Ich kann keine Kombos geben. Nein, er hatte nur noch ein Herz. Ein Herz, Freunde. Als ob. Ah, shit. Shit. Schwierige Challenge auf jeden Fall. Vor allem mit dem Sprinten im PvP. Ich meine, der Jump-Run-Teil ging noch voll klar, aber das mit dem Sprinten im PvP, das ist einfach too much. Das geht einfach fast nicht so. Also klar, es geht bestimmt, aber es ist einfach mega schwierig. Gut, Leute, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Lasst doch mal eine Bewertung da. Schreibt mir gerne noch weitere Challenges in die Kommentare. Und wir sehen uns hoffentlich bei einem anderen Video wieder. Ciao.